Vor ein paar Tagen las ich in der Bibel und obwohl ich eigentlich einen viel längeren Text mir vorgenommen hatte, blieb mein Blick an drei Worten hängen. Drei Worte aus der Bibel sind in der Lage, ein Menschenleben in eine völlig neue Denke, in eine völlig neue Richtung zu bringen. So dachte ich auch. Drei Worte waren es, die wirklich bestimmend in diesem Text waren und die mich echt sehr angesprochen haben. Und zwar hieß es dort, Hörer des Gebets. Es ist eine Aussage von David, die er über Gott macht. Er sagt, du bist ein Hörer meines Gebets. Das war das Zeugnis von David, was er immer so auch mit Gott erlebt hatte. Er wusste, sein Anliegen, das, was er vor Gott trägt, das ist Gott nicht unwichtig. Gott überhört nicht sein Gebet. Gott verachtet nicht sein Gebet. Und genauso gilt das heute für uns auch. Gott ist ein Hörer des Gebets. Als Salomo eine Begegnung mit Gott hat, sagt er auch, du hast mein Flehen gehört, das ich vor dir flehte. Gott hörte ihm zu, Gott war ihm zugewandt. Gott ist ein Hörer des Gebets. In einem anderen Text lesen wir, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Das ist ein Satz, den wirst du im Neuen Testament finden und er wird von Jesus selbst gesagt. Jesus wusste, sein Vater ist ein Hörer des Gebets. Sein Vater würde ihm antworten. Er sagt an einer anderen Stelle, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich tue nur das, wo der Vater mich beauftragt. Und hier sagt er, ich weiß, dass du alle Zeit mein Gebet erhörst. Nimm das mit in deinen Alltag, in dein Bibellesen, in deine Anliegen, die du vor Gott trägst, in deine Beziehung zu Jesus. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir da eine Tiefe schenkt und eröffnet, dass du eine richtig tiefe Überzeugung hast, Gott ist ein Hörer meines Gebets. Gott hört dein Gebet. Gott hört dein Anliegen. Du bist ihm nicht zu klein. Und du bist nicht zu unwichtig für ihn. Gott hört dein Gebet. In Jesaja 65 lesen wir, und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Während du rufst, wird Gott schon antworten. Er hat schon die Antwort auf den Weg gebracht, für dich. Und er wird dir antworten, sei sicher. Gott hat mehr für dich.